Irgendwo hinten müsste es nach links gehen. Das Problem ist, irgendwo hier waren die Orks. Nein, 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 nein. Für die Orks sind wir nicht stark genug. Das heißt, wir könnten mal versuchen, nicht nach links durchs Ork-Lager, sondern oben rum zu gehen. Hoffentlich. Komischerweise habe ich da ja auch... ich habe zwar 4 Portale im Hauptcamp, aber da unten, wo ich jetzt war, war keiner. Du stehst auch weit weg. Was bist du denn für einer? Alligator Chick. Wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Ist das so? Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hat. Das ist der, dem ich geholfen habe, ne? Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Klar. Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaläre des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Oh ja, ich habe mir ein neues Mikrofon gegönnt, auf Anraten eines ehemaligen Musikers. Habe ich mir nur das Rode Podcaster geholt. Ich bin mal gespannt, ob es eine gute Wahl war. Das Rode Podcaster, dieses kleine, das ist keine schlechte Wahl. Das Rode Podcaster und Rode Procaster. Das weiße längliche. Die Farbe hat nichts zu sagen. Die kriegst du in jeder Farbe, die du möchtest. War da. Rode Podcaster. Genau. Weil ich hab ja davor immer das Rode Procaster benutzt. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen. Wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Ja, gleich. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns.
Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Wenn du das sagst. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Doch, kann man. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Mhm. Erzähl mir mehr über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder, von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor den Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Ich habe ihm auf jeden Fall Beute gegeben. Da merkt man, dass das Spiel alt ist. Da waren wir in Deutschland noch unkultivierter. Kultivierter? Warum? Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Ach so, Alligatorfleisch ist doch super. Ach so, das meinst du. Ja, tatsächlich ja. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Sure. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Fersen? Auf den Fersen? Da ist nichts zu holen. Da 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 da. Ja, wir müssen hier nachher noch mal lang gehen. Ja, Alligator Jack. See you later, Alligator. Nichts zu holen. Aber das Hauptproblem tatsächlich war ja nicht, dass das Fleisch nicht schmeckt. Also, das war eine Sache. Aber es war ja auch das Thema, dass keine mehr da sind. Ein Mistvieh weniger. Crocodile Dundee? Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung an Crocodile Dundee sein soll. Wahrscheinlich nicht. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Mr. Jack, dein Leben ist nicht so gut, ne? Also nur mal so am Rande. Solltest vielleicht mal einen Trank nehmen. Besser. Besser, besser, mein Freund. Ja, hau dich weg. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon.
Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Was ist denn im Canyon? Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Okay. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Sind Razor einfach nur Raptoren oder sind das diese stärkeren Raptoren? Aber was ist denn... Moment. Mhm. Also grundsätzlich ist hier jetzt nichts. Ne. Hier ist nichts. Aber der Canyon ist jetzt... Moment. Da, okay, da unten sind wir jetzt schon. Dann ist der Canyon wahrscheinlich da, wo die Orks sind. Gehe ich jetzt mal von aus. Komm schon! Nicht? Oder ist das jetzt... Ah, nee. Ist oben rum. Malcolm? Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Aha. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz... Okay. Mhm. Auch witzig, dass die Piraten sich das wirklich so teilen. Also auf der einen Seite die Piraten, auf der anderen Seite die Banditen. Dass das wirklich so ein getrenntes System einfach ist. Nichts zu plündern. Da ist nichts, nichts zu plündern. Ein Mistvieh weniger. Gut gemacht. So jemanden wie dich können wir brauchen. Bei deiner ersten Jagd gleich eins von diesen Biestern erlegt. Nicht schlecht. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Okay. Kannst du mir was beibringen? Klar. Ich bin ein guter... Wenn du willst... Nope. Ich wenn du mich suchst... Keine... Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann sieh...
Ich brauche nicht jemanden, der mir was beibringt zum Häuten oder so. Die Notwendigkeit habe ich nicht. So. Aber direkt beim ersten Mal so ein Viech erlegt. Was für ein Viech? So eine Ratte oder was anderes? Okay, Wüstenratten sind anscheinend schwächer. Haben wir hier... Alter, was? Das ist eine Riesenkarte. Dafür, dass das ein DLC ist und ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie mal was Kleines. Nö, nö, das ist eine Riesenkarte. Nichts Kleines. Was ist das? Womit denn? Womit denn? Kann ich mir jetzt die anderen Dinger holen? Oder was ist die Phase jetzt? Lass uns. Hier ist keiner. Vielleicht kann ich mir alle Fokusse geben. Keine Ahnung. Hey, du. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Okay. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Sure. Entfacht von seinem heiligen Zorn, ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Mhm. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Radames, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute... Das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich wollte sagen. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Hm. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Mhm. Moin, Zetano. Hallöchen. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Mir geht's super. Wie geht's dir? Müde. Aber ansonsten gut. Ja. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Mhm. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind... Okay. Adanos möge... Ja, danke. Dir geht's auch supi? Perfekt, perfekt. Was macht die hohe Kunst?
Erlehre mich die fremde Sprache. Erkenne ich eigentlich irgendwie, welches Portal aktiviert ist? Ah, zum Canyon. Okay. Womit denn? Ich muss aber vorher mir die anderen Fokussteine geben lassen. Warum rennst du denn weg? Was ist denn jetzt los? Schlafenszeit? Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Okay. Ja, streammäßig aktuell bin ich ja weniger zu sehen, habe viel Mod-Arbeit und natürlich auch im Real Life viel Arbeit. Mittagspause? Mittagspause, den Wurm? Wie Mittagspause? Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich tatsächlich einfach nie am Rechner sitze, abseits vom Streaming. Und wenn ich schneide. Das heißt, ich kann auch keine Mod-Arbeit machen. Weil dann habe ich meistens im Real Life Dinge zu tun. Und habe gar keine Zeit dafür. Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor. Also wenn du wirklich auch Mod bei jemandem bist, dann auch noch selber streamen zu wollen, zu tun, wie auch immer, stelle ich mir anstrengend vor auf Dauer. Du bist 7-mal Mod und Fox gab 800 Kanäle. Oh. Wie viele davon sind da tatsächlich noch online? Bei so vielen Kanälen. Also ich kann sie besiegen, aber es macht keinen Spaß. Uff, nicht wenig. Naja, selbst wenn nur 10% davon online sind, sind es immer noch 80 Kanäle. Also deswegen ist das klar. Also 800 Kanäle, das ist schon krass. Hallo? Immer alles mitnehmen. Okay, die einfachen Steintafeln wollen sie nicht. Und ich kann immer nur einen Fokusstein mitnehmen. Statt dem einfach alle gibt. Ach so, du meinst wegen dem Wegrennen, Feierabend. Ach so. Bei der tiefstehenden Sonne wird es eher Feierabend gewesen sein, wenn alle plötzlich losrannten. Ja, ich habe das Gefühl, da hat einer zum Essen gerufen. Deswegen sind die alle losgerannt. Komm her, mein Freund. Ja, ja. Kann ich bei dem Stein was machen hier? Nö. Hab gerade mal durchgezählt, wie viele gerade online sind. 81 tatsächlich. Siehste? Ich will nicht sagen, dass ich deinen Rechner gestoppt. Also. Oh!
Ich will ja nicht sagen, dass ich deinen Rechner verwanzt habe. Ich habe deinen Rechner verwanzt. Mhm. Smash! Smash! Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Offensichtlich. Ein paar Münzen. Ein paar Münzen. Ein Haufen Zeug. Ja, ein Haufen Zeug ist immer eine schwere Sache, eine schwierige Sache, weil das kann alles bedeuten. Okay, der Mine hier war offensichtlich dann... das X. Warst du eigentlich Karneval in deiner Nachbarschaft? Nein, weil ich anderweitig beschäftigt war. Das habe ich doch gesagt damals. Ich habe nur einen Tag Karneval gefeiert. Weil ich bei einer Haus aus zu Freunden dann eingeladen wurde. Und danach habe ich keinen Karneval gefeiert mehr. Mm-mm. Sonst hätte ich mich gemeldet. Sonst hätte ich mich tatsächlich gemeldet. Okay. Die können weit schnüffeln, glaube ich. Also wie bei mir, ich war nur ein Alf da, siehst du? Davon mehrere sind nicht gut. Da packt er einfach die Waffe weg. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Zack, zack. Ja. Gibt's denn hier unten noch was? Trank. Perfekt. Aber wir müssen für das nächste Jahr mal was planen zusammen. Können wir ja einen IRL-Stream machen. Klar, wenn du eine Idee hast. Die Anreise zu dir ist auf jeden Fall kürzer wie zu den, Showbusters. Also zu den Showbusters zu fahren ist immer ein deutlich weiterer Weg. Fleisch gibt nicht mehr viel, ne? Ach, du meinst so Fast and Lovezig? Ach so. Du willst, dass ich im Stream betrunken bin? Zetano. Auf Twitch trinken, das geht doch nicht. Und Karneval ohne Alkohol, das halte ich nicht aus. Dafür bin ich leider nicht Karnevalist genug. Die Wölfchen sind... Oh, Trank. Heilpflanze. Na klar geht das. Darf man nur was? Darf man nur nicht speichern? So. Nichts. Die Texturen hier irgendwie sehen schon interessant aus. Man sieht einfach, dass das wirklich eine Bergtextur ist, der so drauf gedengelt wurde. Fuck. Fuck, 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 fuck. Zur Gamescom mache ich wieder einen IRL-Stream und eventuell zur Dokumi. Auf der Dokumi war ich noch nie. Auf der Gamescom war ich ja letztes Jahr. Ratten.
Aber dadurch, dass ich so wenig Leute kenne, die da sind, ist es da halt alleine den Tag zu verbringen auch maximal uninteressant. Ich bin mehr so der klassische Gamer. Ich bleib lieber zu Hause. Also ich bin immer Donnerstag, Freitag auf der Gamecom. Das ist der nicht öffentliche Tag, ne? Da kriege ich ja keine Karten für. Aber selbst da, da war doch jetzt, war das nicht dieses Jahr auch, wo sich viele beschwert haben, dass dieser Pressetag halt komplett überrannt war? Donnerstag ist doch öffentlich? Echt? Mittwoch ist Fachbesuchertag? Okay. Aber die Gamescom, geht die dann bis Samstag? Fachbesuchertag war schon immer überlaufen. Ja, okay, kann sein. Das weißt du besser als ich, Zyrados. Das ist ein Ork-Lager. Da geht's nicht weiter irgendwo hin. Was haben wir hier? Alter, wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin da oben. Und da komme ich von der Rückseite zum Sumpf. Und da hinten rechts ist nochmal so ein Eingang. Zu so einem Tempel oder sowas. Huiuiui. Oh, nix. Haha, nett. Als ich damals da war, da waren halt auch sehr viele sehr junge Leute da, die definitiv eigentlich keine Fachbesucher sind. Ich habe etwas gefunden. Okay. Bin am Überlegen, ob ich mir so ein Fachbesucherticket hole von Mittwoch bis Freitag. Das ist schweineteuer. Das ist wirklich teuer. Was ist das denn? Achso, das ist hier so ein komisches Dingsvieh. Bluthund hat jetzt auf jeden Fall viele Punkte gegeben. Okay. Kann es sein, dass es da zu den Banditen geht? Dass das dieser Durchgang ist? Runenbogen. Ach, nicht Runen. Buchen. Wow. 110. Krass. Das ist schon eine Wumme. 127 Euro. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mich die Gamescom... Ich bin halt nicht so der Messemensch. Ich mag Menschenmassen nicht und all sowas. Deswegen reizt mich das auch so wenig. Klassisches Kellerkind. Weniger Kellerkind. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Diese extremen Menschenmassen. Also, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich Party machen gehe oder so, stört mich das nicht so sehr. Aber Messen, die Menschen sind, also man muss es einfach ehrlich, man muss es so sagen, wie es ist. Die Menschen sind einfach nur nach Arschlöcher geworden. Auf ganz, ganz häufig hast du auf so Messen ganz, ganz, ganz viele sehr egoistische Menschen rumrennen, die dir quasi nur auf den Sack gehen. Und dadurch, dass ich auch nicht
der, ja, so der, der, wie gesagt, der klassische Gaming-Irgendwas-Nerd bin ich halt nicht. Wir werden jetzt, also meine Verlobte und ich, wir werden jetzt auf die FIBO gehen im April. Das ist halt deutlich interessanter, weil da hast du nicht nur dieses, du hast natürlich auch Kommerz, klar, aber da kaufe ich mir meistens immer irgendwie ein bisschen Klamotten und irgendwie eine Getränkeflasche, greife ein bisschen kostenloses Essen ab und dann gehen wir nach Hause. Fertig. Schüttelst vielleicht dem einen oder anderen noch die Hand und dann gehst du. Okay. Also die Gamescom alleine ist doof. Zu zweit ist geil, da ich den ein oder anderen Streamer kenne. Durch das Synchron-Dingens, was wir ab und an machen, geht's. Aber man muss halt das Beste aus der Gamescom machen. Ja, wenn ich Leute habe, mit denen ich da hingehe und wir auch als Gruppe uns da durchbewegen, dann macht das bestimmt Laune. Dadurch, dass ich mich mit Leuten getroffen habe und dann haben wir uns vielleicht 10 Minuten unterhalten, sind dann als Gruppe anfangs losgegangen, aber dann sind die alle in andere Richtungen, weil die dann noch da irgendwen treffen wollten und da irgendwen treffen wollten. Und ich kenne halt niemanden. War das halt dann so, dass ich alleine da stand. Das Beste aus der Gamescom machen, einfach nicht hingehen. Ist vielleicht für manche Leute auf jeden Fall das Bessere. Ich war letztes Jahr mit meinem Mod da und wir sind sehr oft am Cocktail- und Bierstand gelandet. Ja, mit Leuten, die ich kenne, bestimmt. Aber ohne die ist es halt dann auch irgendwie langweilig. Na komm. So. Ihr seid nur Erfahrungsbolle für mich, das wisst ihr, ne? Komm her. Papa braucht noch ein Level. Hier nicht mehr. Okay. Lederbeutel, Truhe. Ach, komm schon. Für ein bisschen Gold. Ach, komm schon. Geweihtes Wasser. Herzlichen Glückwunsch. Eridos, schon in die Resi-Teile reingeschnuppert? Nein, natürlich nicht. Weil ich, wie gesagt, abseits von meiner Streaming-Zeit spiele ich nicht mehr. Seitdem spiele ich abseits von dem eigentlich so gut wie gar nicht. Dieser Ring öffnet das Portal? Okay. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Aha. Okay.
Ja, komm her. Meine Güte. Bei der Menge an Dietrichen, die hier abbrechen, habe ich bald keine mehr. Letztes Jahr habe ich auch endlich mal Covermusi getroffen. Er meinte letztens zu mir, Setano, dieses Jahr müssen wir mehr Zeit planen zusammen. Ja, der hat auch, der hat bestimmt auch unheimlich viel zu tun auf einer Gamescom, oder? Also der ist ja deutlich größer. Ich will gar nicht wissen, wie lange der braucht, um Leute erstmal allen Leuten die Hand zu schütteln, die das wollen. Was haben wir hier? Butlerfleisch. Jo, er hat seine Auftritte natürlich noch außerhalb der Gamescom zu tun. Der musikalische Weihnachtsmann? Ist das der musikalische Weihnachtsmann? Bitte was? Man sieht nichts. Weil die Gamescom ist ja nicht nur ein Messe, sondern um die Gamescom gibt es ja noch das Community-Treffen in Köln-Events und so weiter. Ja, für die Leute, die, für die es Sinn macht, da hinzugehen, ne? Ich weiß nicht. Ich bin zwar auch Fan von vielleicht Leuten, aber ich bin auch der Meinung, das sind halt Privatmenschen und ich muss denen nicht auf den Sack gehen. Also die dürfen gerne online sein und ich gucke denen auch gerne zu, aber ich muss denen nicht in echt auf den Sack gehen. Und dann so ein Fan, dafür bin ich zu alt. Für Fanboy-Gehabe oder sowas. Was bist du? Ein Geist. Oh shit. Du bist 31, ich bin fast 41. Ja, das ist ja okay. Also bei jedem ist das anders, ne? Ah. Okay. Ich vermute mal, mit dem muss ich später was machen. Keine Ahnung. Ich habe keine Dietriche mehr. Du. Hallo? Wie gesagt, jeder ist da vielleicht anders. Für mich. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut? Aha. Für mich war das aber auch noch nie was. So Fanboyisch oder so war ich noch nie. Aber jetzt bin ich im Sumpf. Definitiv. Ich hätte aber gerne einen Teleporter wieder zurück.
Ja, komm her. Sumpfgasdrohne. Ah. Das sind viele Pfeile und da in der Mitte liegt noch ein Lederbeutel. Was natürlich viel geiler war damals, war die RPC, Roleplay Convention. Gibt es denn nichts Ähnliches mehr? Also mit Conventions kenne ich mich halt null aus. Wirklich null. Da ist wieder so ein Sumpfpimmel. Teil 1 lässt grüßen, die Sumpfpimmel sind wieder da. Sind das... Ach so, okay. Die blauen Kästen markieren mir schon die Teleporter. Da unten ist einer, den ich nicht freigeschaltet habe. Da oben ist einer. Mitten im Sumpf ist einer und hinten ist einer. Das sind dann 4. 1, 2, 3, 4. Wo ist der 5.? Ich weiß auch nicht, ob ich zu dem Teleporter im Sumpf einfach gehen kann. Oder ob mir da vorher irgendwelche Wesen auf den Sack gehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr ekliges Geräusch. Hier ist der Weg. Zack, zack. Die wurde zur CCXP, also Cosplay, Comic, Roleplay, whatever. Seither ist es echt nicht mehr interessant für mich. Warum nicht? Also was hat sich daran denn... Also was ist wirklich die Änderung? Ich kenne mich ja nicht damit aus. Aber die gibt es auch nicht mehr, also wie ich gerade gelesen habe. Nichtsdestotrotz, was war die Änderung zwischen der Die schießen verdammt schnell. Was haben die für ein Gatling hier? Ah, da. Zack. Okay. Wir haben jetzt 30 Punkte. Mit denen kann man auf jeden Fall eigentlich was machen. So. Aber. Tag 10. Ich möchte noch ein paar Minuten...